um Weihnachten und Silvester ist meine Haut ganz schön strapaziert. Kennt ihr das auch? Die Haut spannt, juckt und ist gerötet. Der Tag ist fahl und müde. Kurz, im Winter braucht meine Haut eine extra Portion Pflege. Die richtige Pflege zu finden, um die Widrigkeiten des Alltags wie Burnout oder Müdigkeit zu bewältigen, ist gar nicht so leicht. Deshalb habe ich heute Verena eingeladen, die eine richtige Expertin in puncto Hautpflege ist. Verena, hast du ein paar Tipps speziell für den Winter? Aktuell schwöre ich auf die P1 Sublime Gesichtscreme von L'Occitane. Von L'Occitane? Ach echt? Bisher kenne ich von der Marke nur die tollen Düfte und Handcremes. Ja, die mag ich auch total gern. Außerdem macht L'Occitane auch tolle Bodylotions und ganz neu die P1 Sublime Gesichtscreme mit Pfingstrosenextrakt. Die ist echt ein Traum. Was macht sie denn so besonders? Die Pfingstrose hat tolle hautpflegende Eigenschaften. Sie glättet, verfeinert die Poren und spendet Feuchtigkeit. Die P1 Sublime Gesichtscreme wirkt quasi wie ein Fotofilter auf Instagram. Sie korrigiert Unregelmäßigkeiten der Haut und lässt den Teint wieder strahlen. Die Hautpflege duftet herrlich nach Pfingstrosen und hat eine angenehme, sanfte Textur. Seit ich die verwende, strahlt meine Haut wieder von innen heraus und die Hautstruktur wirkt ebenmäßiger und glatter. Bietet die Creme also eine Rundumpflege im Winter? Auf jeden Fall, sie ist wirklich reichhaltig und steckt voller pflegender Inhaltsstoffe. Die Marke L'Occitane kommt aus der Provence und ist ja bekannt dafür, dass sie mit ihren Produkten alle Sinne ansprechen. Dabei steht das mediterrane Lebensgefühl immer im Mittelpunkt der hochwertigen Naturkosmetik. Wow, das muss ich unbedingt ausprobieren. Das riecht ja wie bei meiner Mutter im Garten. Fühlt sich sofort weich an, findest du nicht? Ja, total. Außerdem ist der Duft wirklich toll und meine Haut sieht sofort glatter aus. Ja, die Wirkung sieht man dank der speziellen Mineralpigmente sofort. Die bringen deinen Teint wieder ins Gleichgewicht. Wow, die landet direkt auf meiner Wunschliste.